Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Ugrutz und ihr seht Space Hulk Tactics. Das ist eins der neueren Spiele aus dem Warhammer 40k Universum. Beziehungsweise eine Adaption eines sehr alten Brettspiels. So, drücken. Bitte warten. Boah, akzeptieren wir mal. Es geht ja nichts und ich glaube, der Ton ist so ein bisschen nicht. Wo haben wir denn hier Sound? So, die Stimmen und Soundeffekte lassen wir mal. Allgemein drehen wir auf 08 runter und Musik auf 07. Wiederherstellen. Schlecht übersetzt für... Ne, vielleicht ist aber auch wirklich wiederherstellen. Interessant. Seltsame Steuerung, wahrscheinlich für Konsole gedacht. So, Space Hulk Tactics, wie gesagt, ein altes Brettspiel, das ich seit bestimmt 25 Jahren in der Sammlung habe. Und viele hypen es als einen der Nachfolger von XCOM. Dem werde ich sehr wahrscheinlich widersprechen, es sei denn, das Spiel ist wirklich ganz anders als das Brettspiel. Aber wir würden jetzt erstmal anfangen und uns die Kampagne angucken. Im Normalfall geht es bei dem Spiel darum, dass Space Marines, also eine Art von imperiale Sci-Fi-Ritter gegen Gene-Stealer kämpfen, was eine Art von Aliens sind, die dem Alien von Alien sehr ähneln, nur dass die Haut nicht aus Metall ist, sondern aus Fleisch und sie sich im Prinzip einfach von jeder Rasse, die sie assimilieren, so das Beste rausklauen, um sich zu perfektionieren. Gut, Perfektion liegt im Auge des Betrachters, aber das werdet ihr gleich sehen, denn sonderlich hübsch sind die Kollegen vielleicht nicht. So, wir wählen jetzt die Fraktion der Blood Angels. Das sind quasi die die Space Marines. Wir wählen eine neue Kampagne und empfinden das immer noch als ziemlich laut. Wir spielen erstmal normal, also ich werde sicherlich, wenn es euch interessiert, das Ganze auch auf schwer ziehen. Aber dazu später mehr. Ich lasse euch jetzt erstmal hier das Intro genießen. Okay, da kommt gar keine Stimme. The Imperium of Man approaches its darkest hour. Its defenders lie scattered, spread thin across the darkness. Constant assaults bombard us from all corners of the galaxy. Wars led by the insidious alien Xenos. Limping home from one such brutal confrontation, the great battle barge Blood Crusader is waylaid by a panicked distress call from the Forge World planet of Gorgonum. A colossal space hulk has emerged from the heart of a warp storm and lies on a collision course with the Forge World. This monstrous conglomeration of wrecked starships adrift in the void for eons. The great derelict is a mass of secrets and dangers. And in their vast, echoing chambers lurk swarms of deadly creatures, the worst of which are the Gene Stealers. Fanged, six-limbed, unrelenting and savage. They exist only to consume all life and to spread across the stars like a virus. A single squad of the Emperor's finest space marines is all that stands between this terrible threat and billions of human lives. The noble brothers of the Blood Angels go to meet their fate in the dark recesses of the Space Hulk. Ja, sehr schön. Nettes Intro. Bringt die Stimmung auch ganz gut rüber. Also Space Hulks sind einfach eine Ansammlung von Wracks. Die, keine Ahnung, ob man es physikalisch erklären kann, wahrscheinlich aufgrund der Masse aneinander kleben bleiben. So, die Mission beginnt mit der Einsatzphase. Ein Terminator wurde bereits ausgewählt, sein Klassensymbol wird am unteren Bildschirm angezeigt.
Wähle das markierte Feld aus, um den ausgewählten Terminator einzusetzen. R für weiter. R wie weiter. So, mein Terminator ist ausgewählt. Ich sehe ihn zwar nicht. Aber wir klicken einfach mal auf das Symbol. Ah, okay, wir setzen ihn ein. Oh, okay. Hier mit diesem Flickflack-Ding wählt man die Blickrichtung. Die Blickrichtung ist im Spiel sehr wichtig. Okay, wenn alle gesetzt wurden, können wir sie beenden. R für weiter. In jeder Mission werden erst die Terminators... Achso, kennen wir schon. Enter, Zug beenden. Okay. Warnung! Da hinten kommen ein paar Jeans-Diener. In der Ego-Perspektive ist deine Sichtlinie eingeschränkt. Bewege den Terminator nach vorne. Wer will denn mit der Ego-Perspektive spielen? Mit W? Ach, oh je. Jeder Terminator benötigt Aktionspunkte, um sich zu bewegen, zu interagieren und zu kämpfen. Bewege dich vorwärts, bis du die Tür erreichst. Ja, W funktioniert nicht mehr, aber ich muss auch erst R klicken für weiter. Nächstes Feld. Drittes Feld. So, die Tür ist ein interaktives Objekt. Wähle die Aktion Interaktion aus und bestätige diese Taste. Weiter. 4 ist Interaktion, dann drücken wir nochmal 4. Ich hätte jetzt gedacht, kann dann der Maus raus. Alter Klicker, ich. So, Interaktion kostet 1 und nochmal 4. Zack, dann ist die Tür offen. Der Terminator hat alle seine Aktionspunkte verbraucht. Terminatoren eigentlich erhalten 4 Aktionspunkte zu Beginn jedes Zuges. Okay, ja, sie sind nicht so die schnellsten. Der Terminator hat alle seine Aktionspunkte verbraucht. Jetzt ist wieder derselbe Text. Beenden. So, Zug 2 ist auch direkt wieder uns, denn im Moment sind keine Jeans-Dealer aktiv. Der Terminator kann sich frei fortbewegen, rückt bis zum nächsten Feld vor und drehe ihn nach rechts. Dann nochmal rüber und drehen wir mit der Maus. Vielleicht, aber wir müssen noch ein Feld vor scheinbar. D ist nach rechts drehen. So, sieht aber nicht so aus, als wäre das schon so richtig. Wir stehen ja mitten im Türrahmen. Ja. Taktische Sicht aktivieren. Können wir durch die Wand gucken. Wir sehen da hinten einen anderen Marine und da noch einen. Und da sehen wir einen Jeans-Dealer. Ja, machen wir die taktische Sicht wieder weg. Und mit Q gehen wir diagonal vorwärts. Okay, damit stehen wir jetzt wieder vor der Tür. Hier mit einer Doppel-4 und damit haben wir alle unsere Aktionspunkte wieder verbraten. Das sieht man da unten, wo ich mit der Maus nicht hinkomme, weil einfach nur die Kameraperspektive wackelt. Zu beenden. So, dein Ziel ist es, die gefallenen Terminatoren zu erwecken und 2 von ihnen zu exfiltrieren. Exfiltrieren heißt, glaube ich, aus dem Schiff rausbekommen. Erreiche den ersten Terminator und interagiere mit ihm, um ihn zu erwecken. Ja, kriegen wir hin, vielleicht. Nehmen wir nochmal vielleicht E. Ah, steht da auch. Und jetzt haben wir eine Interaktion. Und noch. Jetzt ist er ready. Dieser Terminator befindet sich jetzt in einem Trupp. Sein Avatar wird links auf dem Bildschirm angezeigt. Wechsle die Terminatoren und bestätige. Mit der Tab-Taste können wir... Keine Ahnung, jetzt sind wir dem anderen drin, glaube ich. Ich kann jetzt nicht hinter uns gucken, aber im Rückspiegel sehen wir vielleicht den anderen. Da sehen wir nicht so viel. Einfach weiter vor. Okay, ja. So, mal wieder zurück auf den vorherigen. Denn der hat noch einen Aktionspunkt. Und er rennt ihm jetzt brav nach. Beendet. Da ist ein Jeans-Dealer. Autschen. So, damit haben wir den verloren. Und ich glaube, das Spiel ist immer noch arschlaut. So, wir gehen mal kurz auf Optionen. Gehen nochmal in den Soundbereich.
Klicken General mal auf 07 und die Soundeffekte auf 09. Und sagen fortsetzen. So, erster Konflikt mit den Gene Stealers. Gene Stealers sind im Nahkampf absolut tödliche Kreaturen, also halte besser Abstand. Ja, das war im Brettspiel auch schon so. Man hat einen Würfel nur, um sich gegen sie zu verteidigen, und die haben ein paar mehr. So. Jetzt gehen wir zur isometrischen Ansicht und so langsam wird mir das Spiel sympathisch. Denn jeder von euch, der das in dieser Ego-Perspektive spielt, hat meines Erachtens, ohne ausfällig werden zu wollen, einen an der Klatsche. Das hier ist so, wie man sich im Brettspiel wünscht. Man kann reinscrollen, rausscrollen. Man kann hier rumzoomen, hat also eine Übersicht. Und ja, so hoffe ich, wird das Spiel Spaß machen. Grafisch ist es ausreichend. So, die taktische Sicht wollen wir auf gar keinen Fall. Okay, ich will uns nur zeigen, dass es auch hier funktioniert. Also hier haben wir einen Gene Stealer und da haben wir einen. Und die blauen sind unsere eigenen Einheiten. Und da ist noch ein Gene Stealer. Okay. So, wähle den Terminator und bewege ihn. So, das heißt, wir können jetzt hier 1, 2, man kann über Ecke. Man kann aber auch hier diese Tür zumachen. Das heißt, hier sollen wir jetzt erstmal hin. Mit Blickrichtung zum Terminal kostet uns 3 Bewegungspunkte. Und für den letzten Punkt sollen wir diese Konsole benutzen, um die Tür zu schließen. Jetzt ist die Tür zu. Die Gene Stealer sind leider, so perfektioniert sie auch sind, ein bisschen zu deppig, um eine Tür aufzumachen. Deswegen ist der da jetzt quasi ausgesperrt. Bin mir nicht sicher, ob das im Brettspiel genauso war. Ich glaube, die konnten sich da irgendwie durchbashen. Aber ich habe das Brettspiel sicherlich seit 5, 6, 8 Jahren nicht mehr gespielt. Bin da also nicht sonderlich safe. So, jetzt sollen wir hier einmal drehen und einmal ein Feld laufen. Angeblich kostet uns das sogar 3 Felder. Ja, wahrscheinlich, weil wir uns komplett um die eigene Achse drehen müssen. Ja, und jetzt sollen wir wieder mit dem Doppel-4 einfach aufwippen. Wechsel zum neu erweckten Terminator und bewege ihn ein Feld nach vorne. Das kann auch mit dem Cursor ausgewählt werden. Ja, probieren wir direkt mal aus. Cursor ausgewählt, ein Feld nach vorne, check. Dieses Gebiet ist gefährlich. Rote Warnzeichen, ein Gene Stealer ist nah genug für einen Angriff. Abwehrfeuer ist die beste Möglichkeit, um den Terminator zu schützen. Bis zum Ende des gegnerischen Zuges schießt ein Terminator mit Abwehrfeuer auf jeden sich bewegenden Gene Stealer in seiner Sichtweite. Wähle Abwehrfeuer und aktiviere es für 2 Aktionspunkte. Das wäre wahrscheinlich dieses hier oder das da. Klicken wir mal auf R, wird er uns bestimmt sagen. 2 ist Abwehrfeuer, also gut zu wissen. Wäre natürlich noch cooler, wenn hier auch über mit Mouseover das dargestellt würde, damit man den Unterschied merkt. Klicken jetzt auf die 2 Abwehrfeuer, das wird wenigstens hier nochmal gesagt. Klicken wir nochmal drauf. Und ja, das sind die Felder im Prinzip, die damit abgedeckt werden. Das ist auch nett, dass man das nochmal gezeigt bekommt. Aber wir beenden jetzt unseren Zug. Der Typ kommt sicherlich dazu. So, und hier haben wir ihn jetzt erledigt. Man kann hier oben die Würfelwürfe sehen. Es naht eine weitere Gefahr, ein Blip. Blips können zwischen 0 und 3 Gene Stealer erhalten. Das war im Prinzip das, der Nachschub, den der Spieler der Bösen beim Brettspiel auch hatte. Man kann also diese Blips einsetzen. Man weiß aber im Zweifelsfall jetzt als guter Spieler nicht, wie viele sich darunter befinden. Das heißt, man kann damit Leute durchaus auch auf die falsche Fährte locken, indem man einfach mit einem Nuller-Blip aggressiv vorgeht und dem anderen Angst und Schrecken vermittelt, wo gar nichts ist. So, wir klicken auf R. Und ja, der ist halt hier, die Tür ist offen, das heißt, wir gehen dorthin und
drehen uns in diese Richtung. Und haben dann halt noch die zwei wieder fürs Abwehrfeuer. Oh, er will, dass wir feuern. So, da kommen noch zwei hinterher. Das heißt, wir sollen jetzt feuern, entweder mit der 1 oder hier halt auf die 1 klicken. Den haben wir wohl zerlegt. So, jetzt sieht man es hier nochmal. Das ganze Würfelsystem ist Warhammer-basiert. Das heißt, auf einer 5 und auf einer 6 trifft man. Vielleicht auch schon mit einer 4, das müsste ich nochmal nachlesen, aber werden wir sicherlich merken. Man sieht, wie gesagt, hier die Würfelwürfe. Er nimmt sich dann immer den besseren, das heißt, er hat jetzt den 6er Erfolg genommen und wir haben noch 2 Punkte übrig für das Abwehrfeuer wieder. Und bestätigen es durch einen weiteren Klick und auch weiter können wir mit der Maus klicken. So, hier können wir jetzt uns den anderen holen. Mit dem sollen wir da hinten hingehen. Mit der Ausrichtung da. Um nächste Runde den anderen Terminator aufzuwecken. Ein weiterer Unterschied zum Brettspiel. Hier spielen wir halt die Blood Angels. Im Brettspiel waren es definitiv Ultramarines. Aber das jetzt nur für die Insider. Ultramarines sind blau. So, er kommt uns zu. Passiert ein Schuss. Und matscht uns wieder in 2 und kommt noch sehr nah ran. So, das lief wieder mal nicht gut für uns. Wir haben also schon unseren zweiten Marine verloren. Gehen dann einmal hier rüber. Interagieren mit dem Jungen. Und würden dann... Terminator kann den Genestealer noch angreifen. Drehe den Terminator und nutze die kostenfreie Aktion Feuern, um auf den Genestealer zu schießen. So, der erste Schuss ist also für Lau. Wir klicken also auf das Feld, auf dem wir eh schon stehen, würde ich sagen. Und drehen uns einfach um 180 Grad. Komischerweise kostet das jetzt... Doch, hat unsere kompletten 2 Bewegungspunkte gekostet. Aber einmal feuern dürfen wir noch. Und das war nichts. Wir haben eine 1 und eine 2 gewürfelt. So, der Terminator hat sein Ziel verfehlt. In verzwickten Situationen wie dieser können Kommandokarten den Trupp unterstützen. Wir öffnen jetzt unsere Kartenhand. Das soll die Space-Taste sein? Ja, soll die Space-Taste sein. So, wir können für 2 KP, das sind hier oben diese Punkte, die man hat, können wir... Ziel auf einen Terminator, plus 2 für den nächsten Nahkampf. Jede Karte kann gespielt oder umgewandelt werden, um die taktischen Möglichkeiten zu vergrößern. Die Umwandlung einer Karte ist einmal pro Zug möglich. Die Truppaktionspunkte werden oben rechts auf der Karte angezeigt. Ich sehe es jetzt gerade noch nicht. Wandle die Karte um. Weiter. Also wandeln wir die Karte um. Damit haben wir jetzt irgendwo 3 Punkte, Trupp AP. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal auf ihn drauf. Und er kann jetzt nochmal auf den Genestealer feuern. In Zeitlupe platzt ihm der Brustkorb. Das heißt, wir haben eine Doppel-6 gewürfelt, ist natürlich gar kein bisschen gescriptet. Und ja, jetzt ist der Knilch hier im Prinzip durch. Angeblich hat er noch immer 2 AP für das... Achso, die Trupp-AP geben wir jetzt wieder aus für das Abwehrfeuer. Diesmal decken wir diesen Bereich ab. Und wählen den anderen Kollegen hier aus, der jetzt hier rüber soll. Da können wir nicht hingucken, also gehen wir einfach nur straight nach vorne. Weißköpfe waren eigentlich immer die Kommandanten. Ne, ein Apothekarius ist es, Entschuldigung. Auf jeden Fall ein Sondermarine. Jetzt kommen die hier um die Ecke, die Blitz. Tada, hello, ein Roy. Jetzt kommt er auf uns zu. Und jetzt sehen wir direkt das nächste. So,
So, der hat jetzt 3-1 gewürfelt, auch kein bisschen gescriptet. Wir haben 1-1 gewürfelt, der Jeans-Dealer 3-1. Ihr seht also, mit einem Würfel gegen drei Würfel das höhere Ergebnis zu erzielen, ist nicht wahrscheinlich, aber kann natürlich klappen, wenn man eine 5 oder 6 würfelt. So, jetzt sollen wir hier gucken, was wir an der Kartenhand noch haben. Ziel auf einen Terminator, der nächste Nahkampf ist ein Erfolg. Diesmal sollen wir sie nicht umwandeln, sondern wir sollen sie benutzen. Wir spielen sie aus, wählen ihn hier, glaube ich zumindest. Und dann nutzen wir dieses Faustsymbol, normalerweise nicht zu empfehlen. Wir haben jetzt 100% Siegchancen, das zeigt uns hier unten schon an. Im Normalfall wäre es mit einem Würfel gegen drei Würfel, glaube ich, eine Siegchance von, keine Ahnung, 17% oder so. Aber er verpasst ihm jetzt ein zusätzliches Atemloch. Der Jeans-Dealer findet das nicht so geil. Und, ja, wir sollen jetzt noch eine weitere Karte nehmen und die dann umwandeln. Einfach um nochmal 4 Trupp-AP zu bekommen. Damit wir mit ihm dann dorthin können und unseren nächsten Terminator mit einer Doppel-4 aufwecken. Das Ziel ist fast erreicht. Wir sollen jetzt mit dem dahin rennen. Und hier ist dann quasi unser Fluchtpunkt. So, der Knilch hier ist jetzt noch vollkommen in Ordnung. Was jetzt bei ihm passiert ist, ist, seine Waffe ist gejammt. Ich weiß jetzt nicht genau, warum man das hier sieht. Der hat jetzt noch 4 Truppe-AP, deswegen sollen wir ihn ja wahrscheinlich hier hinfahren, laufen. Jetzt ist auch der raus, das haben wir schon erfolgreich abgeschlossen. Wir sollten ja nur insgesamt 4 aufwecken und 2 rausbringen, das heißt, die Mission war natürlich auch ein bisschen easy peasy für eine erste Tutorial-Mission, sehr, sehr sauber. So, das war die erste Mission, um euch einen ganz groben Überblick zu verschaffen. Wie ich eingangs schon sagte, viele vergleichen das Ganze mit XCOM. Es hat natürlich eine gewisse Ähnlichkeit, aber grundlegend würde ich sagen, weder vom Scaling noch von der Taktik ist es mit XCOM vergleichbar. Ich würde fast eher sagen, dass es Blood Bowl mehr ähnelt als XCOM, weil das Würfelsystem halt einfach mit einem D6 funktioniert. Aber ich lasse euch in Ruhe die Videosequenz genießen. This is Sergeant Zaharia. In the name of Sanguinius and the Emperor, the squad stands ready. Bless your weapons and advance. Lazaro here. My Auspex raids in a moonlight form nearby. Could be seeing us. Keep your weapons prime, brothers. Hold your fire until we make visual contact. Blood Crusader to Strike Team. Sergeant, this is Captain Obaldo. We read you on scry sensors. Visual feeds from your combat cameras are clear. Your will, brother Captain. How do you wish us to proceed? We were summoned to destroy this hulk, and so we will. A world lives or dies on our victory this day. The Adepts suggest you attempt to locate an ammunition store or an energy core that might be induced to detonate and fracture the derelict. Make your way deeper into the wreck. You know the drill, Sergeant. Deploy your squad and advance with caution. Dispatch any opposition you encounter without mercy. Okay. Acknowledged. Verstanden. Brother. I know it has been some time since you were last deployed as field commander. This squad has been thrown together by circumstance, and none of your men have fought alongside each other before. This is not an ideal situation,
but I trust your courage and your skill. Your faith in me will not be misplaced, brother Captain. We shall not fail. Okay. So, jetzt sollen wir unsere Jungs hier setzen. Den Sergeant setzen wir mehr an Nummer 2 mit dieser Rüstung. Wen setzen wir jetzt? Die mehr nicht. Schwere Waffen. Kommt davor. Normalo. Normalo. Und Normalo. Kommen wir einfach mal da so hin. So, jetzt haben wir unsere Placings gemacht. Und jetzt gucken wir ganz kurz mal. Wir müssen 2 Terminatoren exfiltrieren. 20 Züge haben wir Zeit. Und wir müssen auch den Sergeant exfiltrieren als Sekundärziel. Das heißt, wäre schön, wenn er überlebt, muss aber nicht sein. Das heißt, von unserem 5er-Trupp müssen 2 überleben. Der Exfiltrierpunkt ist, keine Ahnung, das ist ein Spawnpunkt. Hier sind irgendwelche Leichname. Ja, gute Frage, wo der Exfiltrierpunkt ist. Und wir sollen 4 gegnerische Einheiten... Ach nee, die Genestealer haben das Ziel, 4 gegnerische Einheiten zu töten. Ja, okay, das ergibt natürlich Sinn. Trümmer. Was ist das hier? Auch Trümmer. Okay, ich sehe das jetzt so, dass wir hier da sind Leichname. Ach, da ist der Exfiltrierpunkt. Okay. Also der Trupp der Ultramarines hat es nicht ganz geschafft. Wie ihr seht, da sind 4 Leichen. Wir sollen es theoretisch besser machen. Die Frage ist halt, was hier diese Trümmer bedeuten. Aber das wird sicherlich gleich noch kommen. So, wir fangen natürlich erstmal mit dem Heavy Weapon Fraggle an. Wähle den aus. Ist er schon gewählt? Ne, irgendwie ist er noch nicht gewählt. Anfangsphase. Na gut, kicken wir mal weg. Jetzt werden die Genestealer gesetzt. Da kommt was. Wechsel zur isometrischen Ansicht in die verfügbaren taktischen Optionen. Denn da drin. Aha. Ja. So. So, du fängst an. Wir haben 2 mögliche Wege darüber. Nicht mehr anzeigen. Wir wollen niemals aus der isometrischen Ansicht raus. Gucken ganz kurz mal unsere Kartenhand. Wir haben 2 Karten. Einmal Täuschungsmanöver, Ziel auf einen Terminator, +2 für den nächsten Nahkampf oder für 2 Punkte umwandeln. Und diese hier, Ziel auf einen Terminator, +1 für den nächsten Schuss. Die sind beide ungefähr gleichwertig. Nahkampf +2 ist natürlich grenzwertig. Die werden wir wahrscheinlich umwandeln. So. Das sind unsere Ziele, wie gesagt. Wir sollen einfach nur rauskommen. Alle Köderblips werden durch Einserblips ersetzt. Das heißt, auch also für den Genestealer Dingsies, wo 0 draufstehen, kommt trotzdem einer raus. Dafür kann sich pro Spawnpunkt nur ein Blip gesetzt werden. Das heißt, er kann mich nicht überfluten. So, die haben wir jetzt gesehen. Da gehen wir raus. Wir kriegen jede Runde einen Kommandopunkt, das heißt in der ersten Runde haben wir einen. Aber gut, wo waren wir stehen geblieben? Wo sind unsere Jungs denn da unten? Er ist jetzt erstmal dran und würde, da wir schon wissen, dass von hier Gegner kommen, sich
einfach mal hier dekorativ in den Weg stellen. So, wir sehen jetzt hier, was sehen wir denn hier? Die, der hat so eine Art Railgun. Die würfelt, glaube ich, einen Würfel mehr. So, dann haben wir unseren Sergeant. Der gibt jetzt erstmal Gas. Und die anderen strotzen erstmal hinterher. Er geht ein bisschen schräg. Und die letzte Sturmtruppe guckt auch, dass sie Land gewinnt. Aber sie ahnt natürlich schon, dass sie hier die Nachhut bildet und gleich nach hinten schilden muss. So, jetzt haben wir im Prinzip alles gemacht, was wir wollten. Ja, im Prinzip würde ich diesen einen Punkt jetzt verfallen lassen, weil wir hier auf die Kreuzung... Naja, okay, gehen wir auf die Kreuzung. Grundlegend ist es halt so, man schießt halt für jedes Feld, wo sich das Monster im eigenen Sichtbereich nähert. Das heißt, würden wir hier stehen, hätten wir einen Schuss mehr. Auf der anderen Seite haben wir hier natürlich die Möglichkeit, zwei verschiedene Gänge abzudecken. Das ist natürlich auch ein Luxus, den man nicht unterschätzen sollte. So, wir haben eine neue Karte gezogen, weil es eine neue Runde war. Das heißt, wir haben zwei von diesen Nahkampfkarten jetzt. Das ist natürlich ein bisschen fad. Oder wir hatten eben auch schon zwei und ich habe es noch nicht richtig gesehen. So, wir beenden unseren Zug. So, die Blips kommen da rum. Die haben, wie gesagt, sechs Felder. Durch normale Türen kommen sie durch. Nur durch versiegelte nicht. So, die Frage ist jetzt, wollen wir hier diese Trümmer aufdecken oder nicht? Ich weiß nämlich nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Wir fangen hier an mit dem Sergeant. Der steht dann da ein bisschen doof seitlich, aber wie gesagt, wir müssen Land gewinnen. Zwei müssen herauskommen. Eins, zwei, drei Felder. Wir gehen wieder das eine Feld zurück und gehen dann in Überwachung. Wir können also viermal auf den Gegner schießen. So, ich glaube, mit ihm bin ich jetzt einfach mal neugierig. Und gucken wir das da an. Tür aufmachen geht nicht mehr. So, er muss jetzt leider dann doch da rum. Kann da jetzt nicht allzu viel helfen. So, und Mr. Backpack hier rennt einfach straight vor die Wand. Mit seiner schicken Schulterklappe. Und damit haben wir unsere Aktionspunkte alle verballert. Zweiten Kommandopunkt. Ja, will ich aber nicht. Scry-Scanner multiple contacts inbound on your position. You have awakened a swarm. Jo, sieht so aus. Ja, ist ja schön, aber was will ich denn mit den Aktionspunkten? So, da kommt der Knilch. Kämen bis dort. Das heißt, er kommt ran. Wir machen erstmal sehr unklug mit dem Sergeant die Vorhut. Interagieren mit der Tür. Machen das Ding auf.
haben jetzt nur noch einen Punkt und gehen halt das eine Feld noch. Da steht der Chef im Raum der Leichen. Gehen wir auf Nummer 3. Der guckt sich das jetzt auch mal an. Einfach aus Neugier. Hat mal ein Feld vor und geht auch mal in Überwachung. Da ist zwar nichts. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So, ich glaube, durcheinander durchlaufen können die nicht, ne? Das ist richtig, okay. Dann geht er mal dem Sergeant hinterher. Kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie kämen also dran. Achso, wir müssen ihn auch drehen. Ja gut, dann guckt er da halt vor die Wand. Und er hier wird jetzt ein bisschen schissig. Er geht wieder ins Abwehrfeuer. Wir haben 3 KP. Immer noch dieselben 3 Karten. Und beenden unseren Zug. So, da kommt jetzt direkt der nächste Blip. Das heißt, das wird einfach unendlich so bleiben. Section of the Hulk has collapsed. The Gene Stealers will surely take advantage of the breach. Okay. Damit brauchen wir das nicht mehr entdecken. Da müssen wir dann eher gucken, dass wir Land gewinnen. Was soll ich sagen? Kann man hier irgendwas... Könnten die Tür... 70%, dass wir die Tür treffen. Wie gesagt, die Sturmkanone hat 3 Würfel. Das ist ein Würfel mehr als die normalen Sturmbolter. Damit hat man natürlich eine etwas höhere Chance, eine 5 oder 6 zu würfeln. Ich glaube, wir schießen jetzt einfach mal die Tür auf hier. Das war nix. Wir haben allerdings noch ein paar AP übrig. Damit haben wir die Tür jetzt erwischt. Und haben immer noch genug AP, um hier in den Overwatch zu gehen. Und er müsste 1, 2, 3, 4, 5... alle 6 Felder überleben. Wir haben 3 Würfel, wie gesagt, auf eine 5 oder 6. Das sollte halbwegs passen. Wir haben auch noch 9 Schüsse in der Waffe. Das heißt, das sollte relativ easy passen. So, der Knilch hier. Wird da mal lang gehen. Sergeant, hold! I see Astarte's power armor on the visual feed. Go in for a closer look. Indominus patent terminator plate. And the chapter colors are those of the 13th, the Ultramarines. I'd warrant this kindred battle brother perished here many decades ago. It appears the Blood Angels are not the first Space Marines to board this Hulk. Okay. Perhaps we can access this fallen son's combat recorder. So, hier kommt noch ein kleiner Tipp bei schweren Waffen und Munition. Die Klasse Träger schwerer Waffen, das ist immer einer der 5, die man dabei hat, kann mit einer Sturmkanone, einem schweren Flammenwerfer oder einer Plasmakanone ausgestattet werden. Die Sturmkanone und der schwere Flammenwerfer benötigen Munition. Die Plasmakanone hingegen hat eine unbegrenzte Anzahl an Schüssen, kann aber explodieren. Nicht mehr anzeigen. Und, Theoretical, our position will be overrun. We cannot hold. Tactical. Evacuation sequence has been initiated. It will not be enough.
200 life forms approaching. Brother Hilarion is dead. I am low on ammunition. They're everywhere. Okay, das lief nicht gut. The Ultramarines were overwhelmed and slaughtered. But why were they here? Move on, Sergeant. Perhaps this mystery will unfold as you proceed. Okay. Schöne Mission bisher. Also ist natürlich sehr basic, aber man kriegt weitere Ziele im Verlauf der Missionen. So, da stehen wir jetzt erstmal. Und da stehen wir, glaube ich, ganz gut. So, Nummer 2 hat schon, ist im Overwatch. Nummer 3... geht jetzt vorsichtig zwei Felder zurück. Rückwärts laufen kostet quasi doppelt. Aber wir müssen natürlich hier vorsichtig sein, denn von da können ja jetzt jeden Moment welche kommen. So. Er geht, glaube ich, einfach mal hier straight in die Mitte. Da werden wir einen Punkt verfallen lassen. Aber den hätten wir gerne flexibel. Drei Punkte oder fünf Punkte? Ja, einfach nur drehen und helfen. Nee, wer... Wir müssen dem Jungen vertrauen, glaube ich. Nee, wir gehen rückwärts. Und versuchen hier noch ein bisschen was abzudecken. So, zwei Punkte, zwei Leute behalten je einen Punkt übrig. Das könnten wir jetzt einfach mal nutzen. Ich habe eh nicht vor, den Nahkampf zu machen. Das heißt, ich würde hier diese Karte umwandeln. Damit haben wir zwei Trupp-AP. Und damit kann dann sowohl er in Overwatch gehen. Als auch er noch ein Feld rückwärts laufen, oder? Ach, nee, er kann doch in Overwatch gehen. Aber nicht, dass ich glaube, dass da was kommt. Aber who knows? Man hat schon Pferdekotzen sehen. Und weiter geht's. So, die sind jetzt aufgescheucht. Die werden sehr sicher kommen. Oder bewegen sich weiter nicht. Er ist uns ausgewichen. Armselig ist das denn, bitte. Gut, dann, er war als letzter dran, dann geht er auch mal hier rüber. Macht Commander Doppel-4. Dann können wir da durchgucken. Und, ja, die zwei Felder machen wir auch noch. Da hat sich jetzt nicht so viel ergeben. Gut, dann geht er mal weiter Richtung Extraction Point. Bis dato finden wir es jetzt noch relativ leicht, hier mit zweimal Leben rauszukommen. So, dann kommt er an die Reihe. Da ist ein Gene Stealer. Das heißt, wir tappen wieder vorsichtig ein Feld zurück und gehen in Overwatch. Das sind ja durchaus, wie gesagt, ein paar Opfer-Marines können wir ja eingehen. Ich glaube zwar, dass man mehr Punkte kriegt, wenn man auch mit allen rauskommt. Aber wir sind jetzt für die Tutorial-Mission nicht so sehr gierig. Er geht also auch weiter zurück. Und geht in den Overwatch. Ja, und unser Chain-Gang-Man... jetzt hier auch
glaube ich, die Bewegungsreichweite der Jeans, die da schon angezeigt. Er geht noch ein Feld zurück in den Overwatch. Vielleicht ist da ja seine Art von Fluchtweg. So, jetzt haben wir alle bewegt und können die Runde wieder beenden. 20 Runden, wir sind gerade mal in Zug 5. So, da kommt mehr angelaufen. Da kommt auch noch mehr angelaufen. Die Frage ist, ob die sich irgendwann in unsere Reichweite trauen. Und scheinbar tun sie das. Gene Stealer presence confirmed. I repeat, Gene Stealer's confirmed. Okay, Gene Stealer confirmed. Suffer not the alien to live. All warriors fire at will. Okay, Kampf ist eröffnet. Erster. Hä? Was war das denn? One of our kindred has fallen. His body must be recovered. Commence emergency teleportation. Okay, interessant. Aber das ist, glaube ich, auch noch gescriptet, denn so schlecht stand ich da gar nicht. First blood! Mark it well, Kinsman. But be wary. These Gene Stealer filth never act alone. More will be coming. Es wäre jetzt schön, wenn wir sehen würden, was passiert, statt dieses Geplapper. Also er hier ist gefallen. Und er hier macht da Havoc. Ihr seht schon, der trifft ganz gut eigentlich. Ist jetzt nur das Problem, dass er hier von der Seite flankiert wird. So. Kann man hier irgendwie ins Kampflog? Das wäre noch interessant. Was bedeuten diese Dinger hier? Wir klicken einfach mal auf T. So, Aufdecken auf ein Feld ausgeführt. Was ist denn Aufdecken? Warum scrollen wir immer weiter rein? Ich will hier nicht rein. So. Nein. Hör auf damit. So. Ich weiß jetzt nicht, ob bei einem Pasch ein Jam ist. Genau. Sturmbolter hat eine Ladehemmung. Wahrscheinlich wegen des Paschs. Und dann konnte der Jeans-Dealer ungehindert weitergehen und ihn einmal angreifen. Wir haben eine 4 gewürfelt und er hat eine 1-5-1. Damit hat er uns besiegt. Und der Sturmboltermann hier hat mit 3 Würfeln eine 5 und eine 6 gewürfelt. Hat den zweiten mit 5-2-3 umgenietet. Und hat einen dritten weiter umgenietet. Sehr schön. Also 3 Gene Stealer wurden besiegt. Jetzt steht er hier halt ein bisschen doof. Und kriegt gleich wahrscheinlich einen von hinten ins Kreuz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Ja, müssen wir schauen. Der hier ist leider ausgeblichen. Und wir stehen hier ja immer noch ganz gut eigentlich. Wir gehen erstmal 2 Felder vor. Gucken uns einfach mal so einen Leichnam an hier. Können wir damit interagieren? Ja, ohne Punkte sowieso nicht, aber so bei Neugierde halber. So, Nummer 3. Guckt jetzt mal, dass er auch hier zum Extraktionspunkt kommt. So, das war jetzt T. Das ist die Map. Das ist einfach nur eine Info, keine Ahnung. Kamera. Ah, das ist dieses X. Und F ist der Wechsel in die... Ja, in die komische Kameraperspektive. Okay, wir wollen die Karte sehen. Okay, das sind dann die interessanten Parts. Ja. Die beiden haben wir bewegt. Die Frage ist, ob er jetzt hier weiter zurückgeht, um Deckung zu geben. Ich glaube, die Antwort ist ja. Overwatch.
den kriegen wir gar nicht umgeboxt. Also umgeschossen zumindest nicht. Wandeln wir hier nochmal so einen Schlag um. Damit kriegen wir ihn hier wieder in Overwatch. Er hat da noch 5 Schuss drin. Deckt damit immerhin das Feld mit ab. So kann er einmal schießen. Und hier kann er 1, 2, 3 mal schießen. Das sollte reichen. So, und dann haben wir auch schon wieder nichts mehr zu tun für diese Runde. Aber das Interessante ist jetzt für euch zu wissen, warum es nicht XCOM ist, meines Erachtens. Denn man würfelt mit W6ern auf 5+, das ist sehr, sehr Blood Bowl. Und mit einer 1 quasi wird man verarscht. Das ist auch sehr, sehr Blood Bowl. Okay, es ist keine 1, sondern es ist ein Pasch. So, für wen entscheidet er sich? Oh, er will zurückrennen, okay. Bewegungsreichweite von den Jungs ist halt wirklich abnorm. Gut, wenn es hier nichts mehr Interessantes gibt, lösen wir mal das Special-Ziel, nämlich dass unser Sergeant das Ganze überlebt. Und er wird das Ganze auch überleben. Noch direkt vorbei. Was mit den letzten beiden passiert, interessiert keinen. Traurig, aber wahr. So, wir haben mit 13 Zügen Restzeit die zwei Terminatoren. Gott, dieses S nervt wie Hulle. So, Exfiltrierer Folgenklasse Sergeant haben wir auch. Oder war es im 13. Zug? Who knows? Nein, Anzahl der Züge 7. Missionsdauer 28 Minuten. Das hätte natürlich deutlich schneller gehen können. Durchschnittliche Zeit 2:15. Pro Zug oder hat andere Leute, ich habe einfach 10-mal so lange gebraucht wie der Durchschnitt. Aha. Jo, gut. Getötete Genestealer 4 Stück, mit Abwehrfeuer getötete Genestealer 4 Stück. Das heißt, wir haben alle mit Defensive getötet. Wir kriegen hier 320 Bauteile als Belohnung. Wir kriegen die Waffe von Bruder Madriel, eine Kettenfaust und wir kriegen nochmal 160 Bauteile zusätzlich für wahrscheinlich das Bonusziel. So, dann haben wir hier ausgegebene Psi-Punkte. Das ist alles für später. So weit sind wir im Tutorial noch gar nicht. Das Ganze übernehmen wir so. I have deployed additional Battle Brothers to your location. A heavy weapons bearer and apothecary will join your squad. Wait. An Imperial warship is approaching the Blood Crusader. It bears the penance of the Inquisition. Okay, sehr schön. Wir haben 2 zusätzliche Terminatoren bekommen. Noch einen schweren Waffenträger und einen Apothekarius. Apothekari sind eine Sondereinheit, aber da kommen wir dann später zu. Attention, Sons of Sanguinius. This is Inquisitor Jost von Marburg, acting on behalf of the Holy Ordo Xenos of Terra. Stand to and prepare to receive new orders. Der gute Jost ist schon ein bisschen angegammelt, Jost von Marburg. This is Brother Captain Obaldo, Commander of the Blood Crusader. Tell me, Lord Inquisitor, how was it possible for you to receive the distress call from Gorgonum? The warp storms in this sector are smothering all long-range astropathic communications. We received no signal, Captain. We knew this space hulk would be here. Our records call it the Forsaken Doom, and we have been aware of it for a long time. Mm-hmm. You knew. And yet, you sent no advance warning? It is not your place to question the will of the Inquisition, Blood Angel. The Ordo Xenos has a special interest in this particular derelict. It changes nothing. Your mission is to attempt to save Gorgonum. You may proceed with my blessing. Lord Inquisitor, I must speak. This is Weltran Lerzak.
Fabricator General of the Forge World, Gorgonum, and faithful servant of the Machine Gods, I beg of you, we desperately need the support of the Ordo Xenos. I have no troops, no battle retinue to offer. I am merely here to observe. Observe, my lord? And may I ask why you will not intervene? You may not, Captain. Very well, Inquisitor. As for you, Fabricator General, my battle brothers have a mission and an enemy to kill. By the throne's light, that is all the Emperor's angels require. We are most grateful, honored Captain. Although it may not be enough to halt the derelict's advance, Gorgonum's planetary and orbital defenses are at full alert. We will open fire on the Hulk when it is within range. My crew and my kinsmen will take the brunt of this fight, fear not. But your expertise would be welcome aboard the Blood Crusader. Our ship still bears the wound of our last battle. I would bid you send us your most learned tech priests and all supplies you can muster. Okay, so jetzt fängt die eigentliche Kampagne an. Und hier sehen wir einen Zug. Ich schätze mal, hier können wir unterschiedlich agieren. Das ist der Space Hulk und wir sollen uns jetzt so nach und nach scheinbar da durchforsten. Dieses erste Let's Play soll aber an dieser Stelle hier enden. Wir haben das Tutorial gemacht, wir können uns ein bisschen bewegen, haben ein paar Attacken gelernt, haben unseren Squad ein wenig erweitert und kriegen hier noch gesagt, jeder Knotenpunkt ist ein Schritt. Einige von ihnen enthalten uralte Schätze und Ereignisse, die entdeckt werden können. Jeder zusätzliche Schritt während den einzelnen Missionen erhöht die Gefahr, Genestealer-Horden zu begegnen. Okay, das heißt, wir kommen immer näher quasi der Gefahr. Das heißt, je weniger Schritte wir nutzen, umso besser. Aber ein Umweg kann natürlich valide Belohnungen enthalten, die uns nach vorne bringen. Wir haben bisher noch keinen Hinweis und keine Probe, was auch immer das bedeutet. Aber wir haben 320 Bauteile. Da gucken wir jetzt ganz kurz auch noch rein. Aber erstmal weiter vorlesen hier. Der Terminator-Trupp hat seine erste Begegnung überstanden. Wenn du das Space Hulk mit dem Schlachtkreuzer scannst, kannst du seinen nächsten Zielort auswählen. Du kannst nun vorrücken und das Hulk erkunden. Während jeder Mission kannst du Bauteile finden, um den Trupp zu verbessern. Aber nimm dich vor der Horde in Acht. So, Truppverwaltung, gucken wir mal rein. So, hier haben wir unsere Jungs. Das sind die fünf, die wir schon hatten, glaube ich. Ja, das ist so, geht so. Das ist unser Sergeant Tahariel. Er hat ein Energieschwert. So, hier kommt jetzt die Info. Hier kannst du deinen Trupp verbessern. Schalte bessere Kommandokarten, Waffen und Module für die Truppmitglieder frei. Die auf dem Schlachtfeld ausgeführten Aktionen sind abhängig von der Klasse und der ausgerüsteten Waffe. So, er hat ein Energieschwert und einen schweren Bolter. Wir könnten jetzt hier... also diese Karte hat er durch das Energieschwert, scheinbar. Der Glaube ist ein Schild. Bis zum nächsten Zug erhält er Wache. Wache ist, glaube ich, einfach hier Abwehrfeuer, ne? Oder was ist Wache? Hm, müssen wir später gucken. So, das da. Ziel auf einen Terminator. Der nächste Nahkampf ist ein Erfolg. Die Frage ist, wie man das hier noch verbessern möchte. Das gleiche nochmal, das gleiche nochmal. Das ist etwas seltsamer Zusammenstellung. Hm. Ah, okay. Was ist dann der nächste? Ach, der nächste Marine. Okay. Ah, ich verstehe. Man, ja, aber den Unterschied zwischen den Dingern hier... Ich habe es noch nicht ganz gepickt, muss ich zusehen. Das sind die Karten. Das sind die Waffen. Das Energieschwert. Würfel einmal. Das ist nicht viel. Aber parieren heißt, du kannst den höchsten Wurf der Genestealer neu würfeln, wenn du den Kampf ansonsten verlieren würdest. Das heißt, es ist eine kleine Verbesserung der Nahkampfskills, aber es ist immer noch nicht so der Burner. Wache, wiederhole den Wurf, wenn du den Nahkampf verlieren würdest. Okay, das heißt, gut. Er kriegt einen Reroll oder einen Negativ-Reroll. So, der Sturmbolter kann auf Genestealer feuern, die sich in der Sichtlinie innerhalb von 12 Feldern befinden. Würfle zweimal, Erfolg bei 6+. Okay, das ist wenig.
Bewegen und Schießen. Nach einer Bewegung können Sturmbolter einmal umsonst abgefeuert werden. Dauerfeuer. Wenn der Terminator sich nicht bewegt, erhält er plus 1 für den nächsten Schuss auf dasselbe Ziel. Ah, okay. Das war die Geschichte, wo es dann ein wenig besser wird. Abwehrfeuer. Während des gegnerischen Zuges schießt der Terminator auf jeden sich bewegenden Jeanstil an seiner Sichtlinie. Es wird Dauerfeuer angewendet. Das ist der Grund, warum warum wir eben auf 5 plus getroffen haben. So, Ladehemmung. Im Abwehrfeuer erhalten Sturmbolter bei einer gewürfelten Pasch eine Ladehemmung. Übrige Aktionspunkte machen dem Sturmbolter wieder einsatzbereit. So, man kann ihn also wieder entjammen sozusagen. Wenn man noch Bewegungspunkte übrig hat, sollte einem das... Ja, eigentlich ist es ja nur im Abwehrfeuer. Die Frage ist halt, was ich nicht mehr genau weiß, ist schon zu lange her, ob der Pasch dann direkt der Jam ist oder ob nach dem Schuss jammt. So, dann haben wir hier noch Module. Da können wir noch irgendwas einsetzen, was auch immer. Das wird spannend. So, Energiehammer, das wäre dann ein Upgrade. Nahkampfwaffe, Würfel einmal und plus 1 für Nahkämpfe von vorne. Das heißt, man hat ein W plus 1 gegen die 3 einzelnen Würfe. Das macht das Ganze noch einen Ticken besser. Vor allem, wenn man halt hier Wache oder noch Blockieren hat. Nichtsdestotrotz ist Nahkampf nicht die geilste Option. So, bei den Karten sehen wir jetzt. So, das ist ein Sturmtruppe, Bruder Madriel. Der hat einen Sturmbolter, das heißt, er spendet uns eine dieser Karten hier. Aber ein geiler Umwandelwert, muss ich sagen. Ein Erfolg für den nächsten Schuss. Das ist natürlich cool. Oder umwandeln 4 Punkte, das ist natürlich auch geil. Die Frage ist, ob das hier zusätzliche Karten sind, einfach die dazu kommen, oder ob das eine Verbesserung sein soll, weil das hier ist ein garantierter Treffer und das hier ist einfach nur so ein bisschen für den Nahkampf. So, hier haben wir noch Bruder Armando, auch ein Sturmtrupp. Bruder Caraniel, auch ein Sturmtrupp. Und Bruder Lazaro, das ist der Träger schwerer Waffen. Da wird es auch nochmal interessant, aber das habt ihr eben auch schon gesehen. Seine Karte ist hier bis zum nächsten Zug, beträgt seine Reichweite 6 und plus 1 für das nächste Abwehrfeuer. Das ist natürlich ganz cool, nur für den Sturmkanonier, aber er hat 2 Bewegungspunkte extra und trifft halt auf 4 plus dann. So, seine Waffe, er hat hier einen Sturmbolter. Das ist die gleiche Waffe wie bei ihm und es gibt potenziell hier noch die Sturmkanone. Die trifft halt generell bei 5 plus und hat 3 Würfel. Nach einer Bewegung ist sie auch einmal umsonst abfeuerbar. Und wenn er sich nicht bewegt hat, kriegt er plus 1 auf den nächsten Schuss auf dasselbe Ziel. Das heißt, er trifft dann mit 3 Würfeln auf 50-50, also relativ easy. Abwehrfeuer ist auch quasi Dauerfeuer, das heißt, er trifft auch auf einer 4 plus. Ich weiß nicht, ob ich da mich richtig dran erinnere, aber das klingt auf jeden Fall ganz gut. So, Munition, 2 Magazine mit jeweils 10 Schuss. Nachladen kostet 4 Aktionspunkte, aber nach 20 Schuss ist Schluss. Und nach dem Nachladen wird ein Dreierpasch beim Schießen den Träger töten. Das heißt, da geht dann wirklich das Munitionslager hoch, aber erst nach dem Nachladen. Das heißt, das erste 10er Geschwader hat man relativ ohne Probleme. So, da hat er nur eine Energiefaust, das gibt halt dann keinen. Die Waffen haben wir noch nicht, aber gucken wir uns dann aber auch erst an, wenn wir sie kriegen. So, was mich jetzt wundert ist, warum wir nur diese 5 haben. Denn ich dachte, wir hätten einen Apothekarius und noch einen schweren dazu bekommen. Aber gut, wir klicken hier mal auf Escape. Exfiltriere 2 Einheiten und exfiltriere den Sergeant. Wir pausieren und beenden das Let's Play an dieser Stelle. Beim nächsten Let's Play wird es dann wirklich mit Mission 1 der wirklichen Kampagne losgehen. Ich hoffe, das hat euch bis dato soweit interessiert, dass ihr das weitergucken möchtet. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Ugrutz.